Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge des Basic Podcasts. Heute möchte ich mich mit dem Kompressor beschäftigen und wie der Titel schon sagt, vor allen Dingen mit Irrtümern, Missverständnissen, Halbwissen, Mythen um den Kompressor. An welchen Stellen wird der Kompressor leider immer noch falsch verstanden und unter Umständen dann auch falsch bedient? Zunächst mal möchte ich als Einleitung wieder sagen, dass ihr für diesen Podcast bitte eine gute Abhöre braucht, damit ihr die Soundbeispiele auch gut hören könnt. Als zweites möchte ich sagen, dass natürlich diese Diskussion, die ich jetzt hier eröffne, eine rein akademische Diskussion ist. Es ist eine sehr theoretische Debatte aus dem Elfenbeinturm heraus und die hat für die Praxis eigentlich jetzt keine Relevanz. In der Praxis entscheidet immer nur das Ohr und nicht irgendein theoretisches Fachwissen. Aber wer tiefer in die Materie einsteigen will, der kann mit dem nötigen Hintergrundwissen einen Kompressor besser und zielgerichteter einsetzen. Wenn ihr einen Kompressor einfach nur nach Gehör so einstellt, dass er geil und gut klingt, dann ist das Ziel schon erreicht. Dann müssen wir da nicht unnötig dran rumtheoretisieren. Wenn ihr aber nicht zu den gewünschten Ergebnissen kommt, nicht den gewünschten Sound erzielt, dann kann euch theoretisches Fachwissen vielleicht helfen, die Knackpunkte zu finden, woran es liegt und wie ihr besser zum Ziel kommt. So, was ist denn jetzt eigentlich ein Kompressor? Ich will jetzt an dieser Stelle nicht noch einmal die ganzen Basics erklären. Dazu gibt es jede Menge Erklärvideos auf YouTube. Ich will hier wirklich direkt jetzt ans Eingemachte. Das Wort Kompressor, das weckt in unserem Kopf ein Bild, eine Assoziation. Und die funktioniert sehr, sehr gut. Da wird etwas zusammengedrückt. Unser Basssound wird zusammengedrückt. Dieses Bild funktioniert in unserem Kopf so wunderbar und deshalb hat es sich so gut durchgesetzt. Es wird aber der Sache nicht gerecht, nicht ausreichend gerecht. Es gibt bei diesen ganzen Erklärvideos, da gibt es typische Erklärungen. Zum Beispiel, die einfachste lautet, ein Kompressor drückt den Sound zusammen. Er verdichtet den Sound. Oder ein Kompressor macht die lauten Töne leiser und die leisen Töne lauter. Okay, aber wie genau passiert das eigentlich? Oder ein Kompressor reduziert die Dynamik. Dazu müssten wir aber zunächst mal klären, was genau ist mit Dynamik denn eigentlich gemeint. Es gibt auf YouTube und in Fachzeitschriften jede Menge Erkläransätze für den Kompressor, die aber im Kern immer auf diese drei Variationen, dieses Grundmuster immer wieder hinauslaufen und immer wieder wiederholt werden. Der eine schreibt vom anderen ab, der eine kopiert es vom anderen und deswegen werden diese drei Erklärungsansätze immer im Kreis abgespult. Diese Erklärungen, die sind ja auch im Ansatz jetzt zunächst mal nicht falsch. Aber sie reduzieren das Anwendungsgebiet dieses Gerätes, das wir Kompressor nennen, auf einen kleinen Teil der Anwendungen. Und das nur, weil das Bild in unserem Kopf vom Zusammendrücken, weil das so gut funktioniert. Da kann sich direkt jeder was drunter vorstellen, zusammendrücken. Dabei werden aber die viel größeren und die viel wichtigeren Anteile der Funktion dieses Gerätes, das wir Kompressor nennen, einfach weggelassen, einfach ausgeblendet. Ein Kompressor kann aber noch viel, viel mehr Dinge als nur die Dynamik reduzieren. Gut, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, okay, das sind jetzt so exotische Spezialanwendungen, die interessieren mich jetzt gar nicht. Aber da garantiere ich euch, da werdet ihr nach diesem Video anders drüber denken. Weil die allermeisten und die beliebtesten Einsatzzwecke für den Kompressor, die kommen genau aus diesen anderen Einsatzgebieten. Wir benutzen diese anderen Einsatzmöglichkeiten des Kompressors meistens ohne es zu wissen. Wir fassen aber alle diese Einsatzgebiete immer unter diesem einen Sammelbegriff zusammendrücken zusammen, obwohl die meisten davon was ganz anderes machen als zusammendrücken.
So, jetzt kommen wir aber nicht drum rum. Wir müssen jetzt den Begriff Kompressor natürlich auch mal definieren. Das Gerät, das wir Kompressor nennen, gehört zu einer ganzen Geräteklasse, zusammen mit anderen Geräten, die aber alle auf dem gleichen Mechanismus basieren. Des sogenannten VCAs, ein Voltage Controlled Amplifier, also ein spannungsgesteuerter Verstärker. Wobei hier aber das Wort Verstärker nicht nur im meint laut machen, ein Verstärker kann genauso gut leiser machen. Also ein Verstärker ist ein Spannungsmultiplizierer und dabei kann der Faktor größer und kleiner als 1 sein. Und diese Geräteklasse, zu der auch der Kompressor gehört, basieren eben auf diesem spannungsgesteuerten Verstärker. Er hat also immer 3 Signale. Einmal ein Eingangssignal, dann das Ausgangssignal, das um den entsprechenden Faktor multipliziert wurde, größer oder kleiner 1, und ein Steuersignal. Und das Steuersignal greift an anderer Stelle eine Quelle ab, legt den gemessenen Wert auf das Eingangssignal an und daraus ergibt sich das Verstärkungssignal. Diese Spannungssteuerung basiert auf einem Programm. Dieses Programm, diese Regeln, nach denen diese Verstärkung passieren soll, die können wir, wenn das Gerät die Möglichkeit hat, mit den Reglern an der Front einstellen. Wir können dort also diesen VCA programmieren. Wir können Regeln festlegen, nach denen er das tun soll. Also das heißt, wir haben einen Programm- und spannungsgesteuerten Verstärker. So, und dabei sind die Möglichkeiten, so ein Programm, solche Regeln zu erstellen, ganz unterschiedlich. Es gibt Kompressoren, die haben nur 1 oder 2 Knöpfe. Da sind die Regeln schon bauartbedingt in dem Gerät mit verbaut. Da können wir die Regeln, das Programm, kaum noch verändern. Oder wir haben Geräte mit sehr, sehr vielen Knöpfen. Da können wir die Regeln, das Programm, nach denen das Gerät arbeiten soll, selber festlegen. So, und diese Regeln, die wir mit den Einstellmöglichkeiten des Kompressors festlegen, die definieren jetzt die Einsatzgebiete, die sich für das Gerät ergeben. Und diese Einsatzgebiete, das wäre zum ersten der Kompressor, also ein Gerät, das die Dynamik verringert. Dann der Dynamikmodellierer, ein Gerät, das die Dynamik nicht verringert, sondern verändert, moduliert. Dann der Expander, ein Gerät, das die Dynamik erweitert, vergrößert. Dann der Limiter, der die Dynamik komplett abschneidet. Und der De-Esser, der frequenzgesteuert die Dynamik bearbeitet. Ich werde euch nachher zeigen, dass ein Kompressor, also ein Gerät, was wir normalerweise als Kompressor bezeichnen würden, kann man so einstellen, dass daraus ein Expander wird. Oder ein Dynamikmodulierer. Und Geräte, wo die Regeln relativ festgelegt sind, werden dann entsprechend anders bezeichnet. Aber die Geräteklasse ist alles dasselbe, nämlich Programm- und spannungsgesteuerter Verstärker. Und jetzt ist vielleicht wieder euer Impuls, dass er sagt, Moment mal, von diesen 4 Bereichen interessieren mich doch 3 überhaupt gar nicht. Mich interessiert doch nur der Kompressor. Nein, ich garantiere euch, wenn ihr es gleich verstanden habt, werdet ihr sehen, dass diese Bereiche 2 und 3, also Dynamikmodellierer und Expander, eigentlich die viel wichtigeren sind. Das sind die, die uns im Alltag viel häufiger begegnen. Ich wette mit euch, die meisten von euch benutzen das Gerät, was man als Kompressor bezeichnen würde, in der Regel nicht als Kompressor, sondern viel häufiger als Dynamikmodellierer und mindestens genauso häufig wie als Kompressor als Expander. So, und bevor wir jetzt mit den Hörbeispielen einsteigen, müssen wir noch den anderen Begriff definieren, nämlich Dynamik. Was ist Dynamik? Dynamik ist der Abstand vom lautesten Peak, den uns eine Aufnahme bietet, bis zum leisesten Ereignis, was da stattfindet. Und jetzt würden wir ja erwarten, dass diese Dynamik vom lautesten zum leisesten, dass der Kompressor die reduziert. Die Dynamik wird zusammengepresst, sie wird reduziert. Das wäre das, was wir erwarten würden. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das denn in der Praxis überhaupt tatsächlich zutrifft. So, und dann starten wir jetzt hier in unser erstes Beispiel, wie ein Extrembeispiel. Das hat jetzt so mit der Praxis erstmal wenig zu tun. Es geht jetzt nur darum, das Prinzip klar zu machen. Hier haben wir einen Sinuston
Und dieser Sinuston hat, wie ihr sehen könnt, überhaupt gar keine Dynamik. Er hat keinerlei Unterschied von laut nach leise. Die Dynamik ist also null. Okay, klare Sache. So, jetzt legen wir auf dieses Signal einen Kompressor an. Das Signal selber hat ja gar keine Dynamik und der Kompressor sollte ja eigentlich die Dynamik reduzieren. Wenn aber gar keine da ist, was passiert dann eigentlich? Was macht der Kompressor? Ist der dann arbeitslos oder was macht er? So, ich habe einen Kompressor gewählt mit einem Attack von 30 Millisekunden, einen Release 40 Millisekunden und ein Kompressionsverhältnis von 1 zu 15. Und was dabei rauskommt, ist Folgendes. Nochmal. Und wie ihr sehen und hören könnt, hat der Kompressor etwas Unerwartetes gemacht. Er hat Dynamik erzeugt, nicht reduziert, erzeugt. Wir haben nämlich jetzt plötzlich einen Unterschied vom lautesten zum leisen. Hier vorne, das ist das Originalsignal in der gleichen Lautstärke wie oben. Danach setzt der Kompressor ein zu arbeiten mit einer Verzögerung von 30 Millisekunden und regelt dann das Signal runter. Und jetzt haben wir eine Dynamik, wo wir vorher keine hatten. Das heißt, das Gerät, der Programm- und spannungsgesteuerte Verstärker, den wir gemeinhin als Kompressor bezeichnen, hat das genaue Gegenteil von dem gemacht, was wir von einem Kompressor erwarten. Er hat Dynamik nicht reduziert, er hat Dynamik erzeugt. So, gehen wir jetzt aber mal zu einem realitätsnahen Beispiel, ein richtiger Basston, mit einem Plektrum eingespielt. Hier oben, erstes Beispiel, der Bass, ganz ohne jegliche Bearbeitung, nur der natürliche Sound. So, und jetzt dasselbe mit dem Kompressor. In dem Fall 20 Millisekunden Attack, 40 Millisekunden Release und auch wieder Verhältnis 1 zu 15. Nochmal das Unbearbeitete. Nochmal das Bearbeitete. Und wie ihr hören und auch sehen könnt, genau der gleiche Effekt, den wir eben auch hatten. Hier oben im oberen Beispiel, das Unbearbeitete. Der Attack ist so geblieben, wie er war. Und ganz am Schluss, die Ausklingzeit ist auch so geblieben, wie er war. Das Einzige, was sich verändert hat, ist diese Lücke hier in der Mitte. Da hat der Kompressor so eine Art Delle reingemacht, ne? Und das Ergebnis ist dieser schöne Plop am Anfang. Ich mach's nochmal. Und dieses Herausmodellieren des Attacks ist ein typisches Beispiel dafür, dass der Kompressor hier als Dynamikmodulierer arbeitet. Denn die Dynamik hat sich überhaupt gar nicht verringert. Ihr seht ja, der lauteste am Anfang bis zum Schluss, zum leisesten Anteil, hat sich in keinster Weise verändert. Die Dynamik wurde nicht reduziert. Die Dynamik wurde aber moduliert, nämlich da in der Mitte. Dieser Plop am Anfang ist ja das, was uns gut gefällt, was wir mögen für einen Bass, wo wir sagen, das hat mehr Punch, mehr Druck, wenn wir diesen Plop am Anfang haben. Ne, das kann ja durchaus so gewünscht sein. Jetzt machen wir mal wirklich den Kompressor als Kompressor. In dem Fall war es ein Dynamikmodulierer. Jetzt komprimieren wir wirklich mal. Das heißt, wir versuchen wirklich die lauteste zur leisesten Stelle wirklich den Unterschied kleiner zu machen. So, und dann gehen wir hier zum zweiten Beispiel. Jetzt habe ich oben wieder das gleiche Signal unbearbeitet, unten dasselbe Signal komprimiert mit 0,2 Millisekunden Attackzeit. Hören wir uns an, oben unbearbeitet. Jetzt unten. Deutlich
deutlich leiser. Das würde man jetzt sicherlich am Verstärker würde man dann nachregeln, weil das Signal leiser geworden ist, macht man am Bassverstärker etwas lauter. Hier hat sich die Dynamik wirklich verringert. Ihr könnt ja sehen, wieder hinten, ganz am Schluss, da wo die Ausschwingzeit von dem Ton ist, ist es genauso laut wie oben. Aber der Attack vorne, das lauteste Signal, ist deutlich leiser. Das heißt, der Unterschied von laut nach leise ist geringer geworden. Oben im Vergleich zu oben. Ne? Jetzt ist einfach die Frage, was einem besser gefällt. Mir persönlich würde das erste, wo man diesen schönen Plop am Anfang hat, besser gefallen. Hier bei dem zweiten ist dieser schöne Plop am Anfang, der ist nicht mehr da, kann aber genauso gewünscht sein. Im einen Fall hat man also, im ersten Fall war der Kompressor als Dynamikmodulierer eingestellt, im zweiten Fall hat er die Dynamik wirklich reduziert. Was euch besser gefällt, das entscheidet ihr nach eurem Geschmack. So, nächstes Beispiel. Jetzt haben wir einen geslappten Ton mit dem Daumen. So, und jetzt schauen wir uns hier den Anfang mal an. Hier, wo der Attack ist, da, wo der Daumen die Saite trifft, da zoomen wir jetzt mal rein. Hier. Und ich habe das jetzt als die Einheit auf Millisekunden gestellt. Und jetzt markieren wir mal diesen Anfang hier. Und da sehen wir, diese lauteste Stelle hier am Anfang, das sind jetzt 6 Millisekunden. Noch ein bisschen mehr. Gehen wir hier, sind wir bei 8 Millisekunden. Das ist der Peak, die lauteste Stelle. 8 Millisekunden. Wenn wir jetzt einen Kompressor nehmen, der ganz normal auf einen völlig üblichen Wert von, sagen wir mal, 10 Millisekunden eingestellt wäre, dann würde dieser Kompressor auf den Peak am Anfang überhaupt nicht reagieren. Der ist ja nur 6 oder 8 Millisekunden lang. Bei 10 Millisekunden geht dieser Peak am Anfang komplett unbearbeitet durch den Kompressor durch und der Kompressor fängt erst danach überhaupt mit dem Arbeiten an. Also danach, hier wo das Signal von alleine sowieso leiser wird, da setzt der Kompressor erst ein. Die lauteste Stelle ist schon durch und wenn das Signal von alleine ohnehin leiser wird, dann setzt der Kompressor erst ein und regelt runter an der Stelle, wo das Signal von alleine auch schon leiser wird. Das heißt, da wo es leiser wird, wird es vom Kompressor noch leiser gemacht. Und der Peak geht völlig unbearbeitet einfach so durch. Das heißt, dieser Attack hier am Anfang, der triggert zwar den Kompressor, er löst ihn aus, wird selber aber nicht mit bearbeitet. Und wieder dasselbe mit einem Kompressor mit 20 Millisekunden und Verhältnis 1 zu 15. Klingt dann so. Nochmal unbearbeitet oben. Und unten. Und auch da, der Attack ist geblieben. Der hat sich nicht verändert. Hier vorne, der Attack, die lauteste Stelle. Und nach hinten raus ist es ja sogar ein bisschen leiser geworden. Ne? Hinten raus, also der Attack ist so geblieben. Hinten raus ist es sogar etwas leiser. Und in dem Fall ist also auch wieder die Dynamik moduliert, beziehungsweise sogar ein kleines bisschen größer geworden, die Dynamik. Also vom lautesten zum leisesten ist der Abstand sogar ein bisschen größer geworden. Hier haben wir also so ein bisschen so eine Mischung aus Dynamik, Modulierer und Expander, aber eindeutig nicht die Dynamik reduziert. Jetzt für einen Slap-Sound würde mir persönlich das gut gefallen, weil eben der Anschlag vom Geslappten, der wird hier noch stärker betont. Und für einen Slap-Sound würde man das sicherlich so gerne mögen. Jetzt auch das andere, nämlich wir nehmen jetzt den Kompressor so, dass er wirklich komprimiert, also vom lautesten zum leisen, den Unterschied kleiner macht. Vorher war der Unterschied ja gleich oder sogar ein bisschen größer geworden. Jetzt im zweiten Beispiel gehen wir auf eine Millisekunde und Verhältnis 1 zu 10 und hören uns das nochmal an. Erst wieder oben das unbearbeitete Signal. Jetzt das bearbeitete. Und da seht ihr, das Signal ist genau wie vorher auch, es ist ein kleines bisschen auch leiser geworden, aber vor allen Dingen ist der Attack, der ist
viel, viel leiser geworden. Und für einen guten Slap-Sound würde mir persönlich das jetzt nicht gut gefallen. Weil der schöne Attack vom Slappen, der ist jetzt deutlich weniger, fast ganz weg. Das fände ich jetzt für einen Slap-Sound eigentlich sehr unpassend. Also eine wirkliche, echte Kompression für einen geilen, attackreichen, durchsetzungsstarken Slap-Sound wäre hier eigentlich aus meiner Sicht ungeeignet. Das erste Beispiel, hier vorne, da, das finde ich für einen Slap-Sound viel besser. Das zweite Beispiel, wo der Kompressor wirklich die Dynamik sehr deutlich reduziert, finde ich, macht den Slap-Sound eigentlich schlechter. Hören wir uns nochmal an. Vorne 20 Millisekunden. Hinten eine Millisekunde. Mir persönlich gefällt das erste deutlich besser. Sie sind beide mehr oder weniger gleich laut. Nur der Attack, der ist natürlich vorne viel, viel lauter. Hinten ist der Attack fast ganz verschwunden. In dem Fall auch der Kompressor als Dynamikmodulierer für einen stark durchsetzungsfähigen Slap-Sound viel besser, als wenn er wirklich komprimiert. So, machen wir nochmal ein praktisches Beispiel. Hier mit einem konkreten Bodentreter-Kompressor, der sehr beliebte Boss CS3, den viele aufgrund seines sehr speziellen Soundes lieben und oft benutzen. Nun, was genau macht denn dieses Gerät eigentlich, dass es für unsere Ohren so geil klingt? Es ist ja ein Kompressor. Schauen und hören wir uns mal an, was er genau macht. Komprimiert der? Reduziert er die Dynamik? Ist es das, was dieses Gerät ausmacht? Schauen wir es uns an. Hier habe ich das pure Basssignal. Und jetzt dasselbe nochmal mit dem Boss CS3. Natürlich wieder eine extreme Einstellung, eine übertriebene Einstellung, damit man es gut hört. Das, was wir als durchsetzungsstark bezeichnen, wo wir sagen, das gibt Punch, das gibt Druck, das ist dieser geile Plop am Anfang im Anschlag. Aber wie wir hier hören und sehen können, hier oben haben wir das unbearbeitete Signal. Hier hat es quasi fast keinen Attack. Und hier unten haben wir auf einmal einen Mords-Attack, den schönen lauten Plop am Anfang. Jetzt können wir uns fragen, welches dieser beiden Signale ist denn eigentlich komprimiert, hat also eine reduzierte Dynamik. Eigentlich müssten wir sagen, das obere, das unbearbeitete Signal hat weniger Dynamik, ist komprimiert. Das untere hat mehr Dynamik, das ist eigentlich viel weniger komprimiert. Das heißt, dieses Gerät liefert uns den Sound, den wir gerne haben und liefern, weil es das genaue Gegenteil macht von Komprimieren. Es expandiert. Es liefert uns den geilen Attack am Anfang, indem es die Dynamik verstärkt und nicht reduziert. Je nachdem, wie ich es einstelle und was für ein Signal da reinkommt, kann das auch komprimieren. Aber das ist nicht der Einsatzgebiet, warum wir uns so ein Gerät kaufen. Die meisten wollen dieses geile Plop, diesen schönen Attack auch für Gitarre, einen schönen verstärkten Attack. 99% aller User dieses Gerätes nutzen dieses Gerät als Expander und nicht als Kompressor. So, und noch ein Beispiel aus der Praxis. Jetzt nehmen wir mal statt dem Boss CS3, nehmen wir hier mal so einen typischen Studio-Kompressor. In dem Fall hier den DBX 160. Auch ein Kompressor, der aufgrund seines speziellen Sounds geliebt wird. Und dieser ganz spezielle Sound, den zeige ich euch jetzt, warum wird dieser Kompressor genau deswegen ja gemocht und eingesetzt? Oben zunächst wieder das unbearbeitete Signal. Und jetzt das untere Signal mit dem DBX 160. Und auch da könnt ihr
hören und sehen, was macht der DBX-160. Er moduliert ganz extrem diese Attacks raus. Für einen Slap-Sound haben wir schön am Anfang diesen starken Hub, diesen starken Push am Anfang. Für einen Bass finde ich persönlich das jetzt nicht so unbedingt geeignet. Der DBX-160 ist ja typischerweise ein Kompressor, der sehr gerne für Snare eingesetzt wird, für die Drums, genau weil er einen ganz starken Attack betont, der die Snare so schön wie so ein Pistolenschuss knallen lässt, gerade weil er eben die Dynamik so ganz extrem moduliert. Wie man hier sehen kann, wird der Attack ganz massiv rausgearbeitet, danach wird das Signal sehr stark abgesenkt, also der Unterschied zwischen dem Ausklinganteil des Signals und dem Attack wird ganz, ganz stark betont. Und das lässt die Snare so geil knallen. Für einen Bass kann man einsetzen. Ich persönlich finde den jetzt nicht so geeignet, aber ist Geschmackssache. Aber der DBX-160 ist ein ganz typisches Beispiel für einen Dynamikmodulierer und nicht einen Dynamikreduzierer. So, und als letztes noch ein Gerät, was tatsächlich wirklich als Kompressor arbeitet. Und das ist der auch sehr beliebte 1176. Oben wieder das unbearbeitete Signal. Und jetzt dasselbe mit dem 1176. Und da kann man deutlich hören und auch gut sehen, hier ist die Dynamik wirklich extrem reduziert worden. Hier oben sehen wir wieder den Unterschied von Attack, dem lautesten, zum leisesten. Sehr deutlicher Unterschied. Der ist hier unten nicht ganz, aber fast ganz verschwunden. Der Unterschied von laut nach leise ist wirklich sehr, sehr deutlich reduziert. Hier beim langen Ton sieht man es noch deutlicher. Hier vorne der Attack, der lauteste zum leisesten. Sehr deutlicher Unterschied. Hier unten fast wie mit dem Lineal gezogen verläuft hier die Dynamik. Also ein klarer Fall von einem Gerät, ein Kompressor, der wirklich die Dynamik extrem reduziert. Ganz im Gegensatz zum DBX-160. Der DBX-160 funktioniert fast eher als Expander als Kompressor. Der 1176 wirklich ein ganz klassischer Kompressor. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden für euren Basssound, was euch besser gefällt, bauartbedingt. Wollt ihr diesen extremen Plop vom Boss CS3? Wollt ihr diesen starken Hump am Anfang vom DBX-160 oder wollt ihr wirklich einen richtigen Dynamikreduzierer, Limiter, wie zum Beispiel den 1176? Zum Abschluss nochmal zusammengefasst, wenn ihr einen Kompressor habt, der die nötigen Bedienelemente aufweist, dann könnt ihr einen Kompressor so einstellen, dass er all diese verschiedenen Funktionsweisen abdeckt. Das können zum Beispiel der DBX 160 und der 1176 nicht, weil die haben dafür gar nicht die nötigen Einstellmöglichkeiten. Aber es gibt andere Kompressoren, wo man Attack, Release, den Threshold und das Kompressionsverhältnis so dezidiert anpassen kann, dass man den Kompressor in alle Richtungen hin biegen kann. Also Dynamik reduzieren, Dynamik modulieren, Dynamik expandieren. Und wenn er einen Sideshine-Eingang hat, könnt ihr ihn auch als Deesser benutzen.